Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 Beta. Heute spielen wir mal Obliteration. Wer den Spielmodus nicht kennt, es gibt eine Bombe. Diese muss man bei einem hier bei mir rot markierten Ziel bei dem gegnerischen Team platzieren und diese in die Luft jagen. Ganz einfach, so ähnlich wie bei CS, wer es kennt. Bombe legen, die einen müssen die Bombe abwehren, sozusagen, beziehungsweise die Bombe selbst legen bei uns. Wir müssen die Bombe auch bei denen legen. Und hier zum Beispiel sieht man jetzt die Bombe. Diese muss man einsammeln und dann zum feindlichen Team Objective bringen und dort platzieren. Und übrigens, wenn das Spiel schlecht läuft, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass ihr Windows 7 habt. Bei Windows 8 soll das Spiel einwandfrei laufen. Wenn das Spiel ruckelt, dann ist das womöglich ein Windows 7 Problem. So, die kämpfen hier schon kräftig. Wahrscheinlich wieder auf dem Dach oben. Ja. Diese Dreckscamper. Und da fliegt er. Hui! So, dann gucke ich mal, dass ich die Bombe finde und platziere. Oh scheiße, ein Kampfhubschrauber. Aber die haben das Problem offensichtlich gefixt mit den Rucklern. Ich habe gerade ziemlich gute Frames. 60, 50 Frames. So, die Feinde haben die Bombe, so wie es aussieht. Guck ich mal, ob die Bombe, die ist in Bewegung, so wie es aussieht. Die hat wohl einen Feind gerade. Ich spiele diesen Mod, diesen Modus zum ersten Mal. Oh, Panzer. Scheiße. Ich habe meine Grafik immer noch auf Low, damit ich die besten FPS bekomme. Ich mal. Oh shit, Hubschrauber. Oh. Dann hol ich mal runter mit dem Granatwerfer. Oh shit. So ein Penner schießt mich vom Fallschirm aus ab. Okay, hier sieht man gerade. Die haben die Bombe. Die müssen die Bombe hier platzieren, so wie es aussieht. Hier ist noch ein Objective von uns. Und wir sind am Verlieren. Hier sieht man, B-Objective ist noch aktiv. Also hier und hier war auch ein Objective. Das haben die Feinde leider schon in die Luft gejagt. Also die Chinesen sind mal wieder am Losen. Oh scheiße, hier einen Hubschrauber nehmen können. Oh nein! Ha! So, dann schnapp ich mir mal das Bömpchen. Oh fuck! Ich hätte vom Sniper oh scheiße, da kommt ein Panzer. Oh oh, Sniper. Ah, fuck. Gibt denn da einen Headshot, der Penner? Okay. Also definitiv läuft das Spiel auf jeden Fall. Ja, definitiv auf jeden Fall. Läuft das Spiel besser. Die haben auf jeden Fall was gefixt. Bombe liegt immer noch hier, okay. Guck mal, ob ich da hinrushen kann. Ich hätte gerne Rauch, habe ich jetzt leider noch. Oh shit. Nein! Ah, diese Scheißkanone. Okay, ich habe ihn auch erwischt. Hätte ich vielleicht vorher eine Granate reinschmeißen sollen. Mein Team hat mich aber einigermaßen gedeckt. Okay, ich versuch's nochmal. Da muss man halt was wagen. Da muss ich nur trauen. Auch wenn die Statistik dabei drauf geht. Ich glaube, da unten sind welche drin. Dann schenke ich denen mal was. Hier, ein sterbende Wichser. Headshot, Wichser. Oh fuck, die sind auf dem Dach oben. Oh? Hallo? Oh Mann, der leckt auch. Wie die Sau. Wie peinlich. Hätte ich gut treffen müssen. So, mal schnell den Granatwerfer nachladen. Oh scheiße. Die jagen uns gleich in die Luft. Nein, oh fuck. Das sehen wir auch schon, da ist das Objective und der Feind hat gerade die Bombe platziert.
Den müssen wir jetzt ziemlich schnell entschärfen, sonst sind wir im Arsch. Was wir nicht schaffen werden, so wie es aussieht. Ja. Das war ein Fail. Okay, ich versuch's noch mal eine Runde. Apropos GTA 5 News. So wie es aussieht, wurde jetzt GTA 5 für den PC bestätigt für das erste Quartal 2014. Also nicht Sommer, wie ich schon mal gesagt habe. Also es hat ja jeder was anderes gesagt, aber jetzt ist offensichtlich bestätigt worden von Rockstar. Ja, okay. Mal wieder so ein Russe, bestimmt im voll am Lecken wieder. 23 zu 6. Mein Team hat keinen Bock mehr, geht vom Server. Vielleicht kommt ein guter Spieler zu uns rüber. Oder ein Lecker zu uns, der nicht getroffen werden kann. Und die nächste Runde. Hier sehen wir nochmal die Erklärung von Obliteration. Sehr simpel im Prinzip. Auf jeden Fall freut mich das, dass die was gemacht haben, dass das Spiel wieder läuft. Es läuft jetzt deutlich besser. So, okay, die Bombe, die ist offensichtlich noch gar nicht da. Die spawnt offensichtlich erst noch. Irgendwo. Ich denke mal auf dem Wolkenkratzer. In der Mitte der Map. Vermute ich jetzt einfach mal. Was macht denn der Typ schon da drüben? Wie sind die so schnell darüber gekommen? Hubschrauber wahrscheinlich. So, dann gucke ich mal. Ah! Okay. Mit der Mitte war ich ja ziemlich nah dran. Oh, ein Fallschirmjäger. Na komm! So, hier, hol dir die Bombe, du Arsch. Schnell! Kann ich mit der Bombe ins Fahrzeug? Ich hoffe doch. Oh, Hubschrauber. Kann ich ihn runterholen? Kann ich ihn runterholen? Nein, kann ich nicht. Der Fuck, der macht mich fertig, der Penner. Der Hubschrauber, der ist zu heftig. Oh, ein Panzer ist auch da. Nicht gut. Nicht gut. Oh, ist ausgestiegen? Oh! Hallo, geht der Panzer mal kaputt? Okay, ich schnapp mir schnell die Bombe und spring dann wieder in den... Fuck, nein! Ah, oh, scheiße. Okay, Plan gescheitert. Hier kann ich offensichtlich per Fallschirm abspringen, versuche ich mal. Ah. Oh. Ein bisschen zu früh. Oh shit, ich springe außerhalb dem... Hier rein? Offensichtlich nicht. Na komm. Okay, ich denke mal, der rennt jetzt hier unten rüber. Nein. Oh! Das war eigentlich mein Plan. So geht's natürlich auch. Ah. Ich bin jetzt eingetroffen. Kommen ja alle mit dem Fallschirm runter, ganz toll. Oh shit, ich glaube, da kommt ein Panzer. Yep. Ah, fuck. Na toll. Jetzt kommt ein ganzes Bataillon von denen. Vielleicht habe ich hier noch ein nettes Fahrzeug. Ja. Oh. Ups. Hier gibt es auch Flugabwehr. Ich würde es ja gerne noch schaffen, die Bombe mal zu... blenden. Oh shit, da kommt ein gegnerischer Panzer.
nicht gut. Ah, unser Hubschrauber macht das, so wie es aussieht. Erste Mal, dass ich im Flak bin bei Battlefield 4. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich dem Panzer jetzt mache. Aber offensichtlich. Oh, ich glaube, er hat gar keine Munition mehr. Und ich denke, der Panzer ist gleich im Arsch. Ja, sieht so aus. Okay. Sehr schön. What the fuck? Okay, das Flak macht offensichtlich immer noch keinen Schaden gegen Menschen. Haben die Bombe jetzt eigentlich... Ja, okay. Ah, haben sie schon wieder in die Luft gejagt. Oh! Nochmal ein Fahrzeug zerstört. Das Flak ist ja ganz nett. Okay, die sind da unten. Wahrscheinlich die Bombe, die liegt wieder in der Mitte, denke ich mal. Oh, shit. Schießen die Penner her? Sind die auf dem Dach oben? Na? Ist natürlich jetzt praktisch mit dem Flak, da kann ich gut nach oben gucken. Ach, die Bombe ist oben. Offensichtlich auf dem Wolkenkratzer. Ja. Und ich glaube, da ist schon wieder ein gegnerischer Panzer. Nö. Nur ein eigener Panzer. Mit dem Flak kann man auch gut aufräumen. Die kommen jetzt alle da rausgekrochen aus ihrer Höhle. Oh shit. Was sind die denn? Da hinten sind die. Oh scheiße. Ah, da hockt er also. Ah, scheiße, ich treffe den nicht richtig. Okay. Jetzt hat er sich verkrochen, der Penner. Na? Weg? Ja, er ist weg. Wo sind die da drin? Da kämpft noch einer. Komm, zeig dich. Verstecken bringt eh nichts. Und wie man sieht, ich habe unendlich Munition. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Bei den Panzern, das sind sie halbwegs gut gelöst mit der Munition. Mit der begrenzten Munition. Aber bei Maschinengewehren hätte ich das auch gern gesehen. Schön, ich glaube, die sind wieder oben auf dem Dach. Oh, Hubschrauber. Das ist ein eigener. Wer schießt denn da? Wo schießt denn der her? Wahrscheinlich von oben runter. Ja, der ist oben. Wo ist denn die Bombe eigentlich? Ich sehe die Bombe gar nicht. Hm? Ah, Hubschrauber. Na komm, schmier ab, du Penner. Oh shit, da kommt ein Panzer. Schnell weg hier. Hubschrauber. Oh fuck. Wahrscheinlich hier Kampfhubschrauber hin. Sehen wir mehr. Okay, die Feinde haben schon wieder die Bombe. Ah fuck, da hinten. Deswegen habe ich die Bombe nicht gesehen. Aber ich kann damit fahren. Scheiße. Ja, bring ihn doch um, du Arsch. Oh fuck, der Panzer schießt mir in den Arsch, ich bin tot. Puh, oder auch, ne? Schießen mich da mit Granatenwerfern. Mit Granatenwerfern kann man übrigens auch Schaden machen. An Panzern. Oh, hinter mir ist auch eine Infanterie. Nicht so toll. Ah, okay, ich habe Panzerunterstützung. Sehr schön. Fahre ich jetzt von hinten rum? Okay, die Bombe ist oben, der springt wahrscheinlich gleich runter. Vielleicht treffe ich ihn ja. Ja, wenn er den Fallschirm aufmacht, treffe ich ihn gut. Ah! Oh,
Kommt die Bombe runtergeflogen? Scheiße, ich glaube. Ah ne, hier ist die Bombe. So, dann habe ich die Bombe jetzt geklaut. What the fuck? Die Bombe mitten in der Fresse? Dann gebe ich jetzt mal Gas. Wenn es geht. Jetzt sind natürlich alle auf mich gerichtet, das ist natürlich schön. Wenn man die Bombe hat, dann schießen alle auf mich. Also auf den Bombenträger. Selbstverständlich. Guck ich mal, ob ich hier was reißen kann. Ne, da ist schon einer. Oh shit. Okay, habe ich gerade noch. Wie lege ich jetzt die Bombe? Okay, mit E. Sehr schön. Dann habe ich gleich wieder meinen Flak. Ich nur, dass mich gerade mit C4 in die Luft jagt. Ah, ich könnte da die Dinger runter klappen. Ah! Okay, die Bombe ist schon explodiert. Gibt einen ordentlichen Wumms, nicht so wie die M-Coms bei Battlefield 3. Mann. Wir haben wieder nur noch eine Station. Ah, toll. Jetzt habe ich gerade nicht aufpasst, wie viele Punkte das gibt. Ich denke mal ziemlich viel. Hoffe ich doch zumindest. Soll der auch belohnt werden, wenn man sowas macht. Okay, wo ist die Bombe? Die Bombe ist offensichtlich unsichtbar. Oder noch gar nicht gespawnt. Ist übrigens zeitlich begrenzt, wie man sieht. Ah, jetzt ist die Bombe da. Okay, die haben die Bombe schon wieder. Dann stelle ich mich mal hier hin. Okay, da geht das Wasser durch, so wie es aussieht. Ach, scheiße. Hochzielen kann ich nicht. Schieße mich gleich aus dem Fahrzeug raus, die Arschlöcher. Bei dem Fahrzeug kann man übrigens auch die Türen wegsprengen und dann reinballern. Okay, ich nehme mal an, jetzt kommen da gleich ziemlich viele. Ein Fahrzeug kommt auch. Okay, da läuft jetzt über die Brücke, so wie es aussieht. Oh shit, von hinten. Nein. Das gibt's da nicht. Scheiße. Oh, nicht gut. Das war ja ein toller Spawnpunkt. Der Hubschrauber sieht uns natürlich, wenn der da rumballert. Okay, dann lande ich mal auf dem nächsten Hausdach und gucke, ob ich den von hier oben erwische. Ich bräuchte jetzt was, um den scheiß Hubschrauber in die Luft zu jagen. Vielleicht klappt es ja mit dem Granatwerfer. Ah, Bombe. Bombe gedroppt. Oh. Das war das Haus. Na, knapp daneben. What the fuck? Ja, geht doch. Ist natürlich toll, dass da ein Panzer daneben stehen muss. Oh fuck, da landet einer. Da kommt einer. Okay, das war ein bisschen überraschend für den. Da ist schon mal einer. Verdammt, wo kommt der jetzt her? Habe ich nicht gesehen. Die spawnen beieinander. Ganz toll. Oh, scheiße. Wir sind gleich wieder an unserer Basis, an unserem MCOM. Oder wie auch immer dieses Ding heißt. Ich muss da schnellstens rein. Oh, scheiße. Wir sind gleich drin. Oh, shit. Glücklicherweise ist Friendly Fire aus. Medikit, ich habe leider keinen Defibrillator. Oh, fuck it. Ja, jetzt haben wir verschissen. Das können wir vergessen. Ah, der überlebt auch nicht lang. Brauche ich gar nicht spawnen bei dem, oder? Ah, doch, vielleicht.
What? Zum Geier hat er das schon wieder überlebt. Die Bombe geht ziemlich schnell hoch, das kann man eigentlich vergessen, sobald sie gelegt ist. Ich weiß nicht, ob die Bombe anhält, wenn man anfängt, sie zu entschärfen, aber ich glaub's nicht. Also hat man es ziemlich verkackt, sobald die Bombe gelegt ist. Okay, ja, ja, schöner Anzeigefehler. Mhm. Ah, toll. Das gegnerische Team ist eindeutig besser. Okay, dann bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Tschüssi.